Auf heißer Spur, die Detektei EAAP München wünscht spannende Unterhaltung bei 110, das Polizeimagazin. Hallo und herzlich willkommen bei 110, das Polizeimagazin. Assistenzsysteme in Fahrzeugen erleichtern immer mehr das Autofahren. Sie können aber auch Leben retten. So kann ein kleiner Adapter einen Unfall erkennen und umgehend Hilfe organisieren. Hilfe rufen, auch wenn Sie es selbst nicht mehr können. Dies ist die Aufgabe des sogenannten Unfallmeldedienstes. Moderne Automobile haben hochentwickelte Assistenzsysteme an Bord, die bei einem Aufprall sofort eine Verbindung zum Fahrer aufbauen und automatisch Rettungskräfte an den Unfallort schicken. Ganz ähnlich funktioniert der Unfallmeldestecker. Sie nehmen einfach diesen kleinen Stecker zur Hand, stecken ihn in die 12-Volt-Buchse Ihres Fahrzeugs und schon haben Sie die Sicherheit an Bord. Jährlich passieren alleine in München und Umgebung über 50.000 Verkehrsunfälle. Der Unfallmeldestecker passt nahezu in jedes Auto und sorgt dafür, dass man unterwegs in ganz Deutschland die nötige Unterstützung bekommt. Ganz gleich, ob es sich um einen Unfall oder eine Panne handelt. Der Unfallmeldestecker misst die Stärke des Aufpralls. Bei einem leichten Aufprall werden die Service-Leitstellen informiert. Bei einem schweren Unfall wird gleich ein Rettungswagen an die Unfallstelle gesendet. Die Installation des Gerätes ist leicht. Der Unfallmeldestecker mit Crash-Sensoren wird in den Zigarettenanzünder des Autos gesteckt. Unfallmelde-App auf das Smartphone laden und dann via Bluetooth direkt mit dem Handy verbinden. Der kleine Unfallmeldestecker ist leicht zu installieren, passt fast in jedes Auto und kann Leben retten. Denn dank des Unfallmeldedienstes werden die Rettungskräfte in vielen Fällen deutlich schneller am Unfallort sein als bisher. So hilft diese App, Leben zu retten und Verletzte so schnell wie möglich zu versorgen. Denn in einem Notfall kommt es auf jede Minute an. Weitere Infos zum Thema unter www.münchen.tv. Für Innenminister Joachim Herrmann ist sie ein unverzichtbarer Teil der inneren Sicherheit. Bereits seit 1970 gibt es in München eine Hubschrauberstaffel der Polizei. Wir haben die fliegenden Augen des Gesetzes besucht. 8 Hubschrauber Modell EC-135 besitzt die bayerische Polizei. 3 für Nordbayern am Standort Roth bei Nürnberg, 5 in München. Das bayerische Konzept Sicherheit durch Stärke wird hier deutlich. Die bayerische Hubschrauberstaffel ist die leistungsstärkste hier Staffel der Länderpolizeien in Deutschland. Sowohl von der Anzahl der Hubschrauber, aber natürlich gerade auch vom Spektrum, das hier abgedeckt wird. Wir fliegen ja von den Bergen bis zu den Seen, von der Zugspitze bis zum Bodensee. Wir sind in der Vermisstensuche tätig, bei der Fahndung nach Straftätern und natürlich auch bei Gewässerdelikten und jetzt natürlich auch stark im Training mit den Sondereinsatzkräften im Bereich der Terrorbedrohungen. Seit 1970 gibt es in München eine Hubschrauberstaffel. Die Anzahl der Besatzungsmitglieder hängt vom jeweiligen Auftrag ab, der geflogen werden muss. Die Standard-Crew setzt sich für die Kameramaschine, mit der wir am häufigsten eingesetzt werden, aus 3 Personen zusammen. Ein Pilot, ein Flugtechniker, der die Polizeiarbeit macht und den Operator, der die Kamera bedient. Das ist die Standard-Crew für den Kamerahubschrauber. Wenn wir in die Berge fliegen zu einer Windenaktion, um jemanden rauszuholen, dann fliegen wir das zu zweit. Da fliegt der Pilot und der Flugtechniker bedient die Winde. Da brauchen wir keinen Kameraoperator dabei. 800 bis 900 Mal im Jahr steigen die Hubschrauber auf, um vermisste Personen zu suchen. Rund 500 Mal gibt es Fahndungen nach Straftätern. Der Rest sind unter anderem Aufklärungsflüge oder Hilfseinsätze bei Katastrophen, wie dem Hochwasser in Simbach und Rottal-Inn am 1. Juni 2016. Bei solchen Lagen wie jetzt da in Simbach ist es wie häufig bei so Katastrophen oder schweren Unglücksfällen so, dass wir zunächst gar nicht so ein gutes Lagebild haben. Das heißt, dort ist irgendwas über die Ufer getreten, könnte man einen Aufklärungshubschrauber schicken. Und mehr weiß man oft noch nicht, weil der erste Notruf ja oft erst eingeht und erste Meldungen vorliegen. Auch dort war es so, wir sind zunächst mit einem Kamerahubschrauber gestartet, hier vom Flughafen München. Gleichzeitig hieß es aber schon, also nachdem es um Hochwasser geht, sind wir dann schon sensibilisiert
Und wir haben einen Hubschrauber mit Rettungswinde, der bei einer Übung in Berchtesgadener Land war, auch mal gleich in die Richtung geschickt, was sich als doch sehr wichtig herausgestellt hat, weil wir dann in der Summe mit insgesamt 3 Hubschraubern mit Rettungswinde, die wir am Schluss im Einsatz hatten, und einen mit der Kamera dort 23 Personen von Dächern, Balkonen, Fahrzeugen bergen konnten. Auch am 10. Mai 2016, als ein geistig Verwirrter am Grafinger Bahnhof mit einem Messer einen Mann erstochen und 3 weitere verletzt hatte, war ein Hubschrauber vor Ort. Allerdings erst Stunden, nachdem der Täter bereits gefasst war. Wenn ein Tatort wie in dem Fall schon vorbei ist, dass keine Fahndung mehr erforderlich ist, dann fordert uns die Kriminalpolizei häufig an, dort detaillierte Fotos zu machen von diesem Einsatzort, weil sich der, wie in dem Fall am Bahnhof in Grafinger, über eine längere Strecke auch erstreckt hat, dass man da möglichst aus allen Blickwinkeln dort gute Fotoaufnahmen macht, um das rekonstruieren zu können, wie der Täter gelaufen sein kann. Es kommt aber auch vor, dass wir auch nach Tatmitteln suchen, wenn ein Täter was weggeworfen hat. Und wenn es ein Messer ist oder auch eine Schusswaffe oder ähnliches, dann suchen wir auch mit nach diesen Tatwerkzeugen. Aber in der Regel machen wir danach eben Fotos von diesem Tatort, um die Rekonstruktion für die Kollegen zu erleichtern. Der Kamerahubschrauber ist ausgestattet mit insgesamt 3 Kameras, einer Fernsehkamera, einer Wärmebildkamera und einer lichtempfindlichen Low-Light-Kamera. Bedient werden sie von einem Operator wie Benjamin Mattioni. Seit 5 Jahren ist er bei der Hubschrauberstaffel. Wir hatten einmal einen ganz schönen Fall untertags in der Nähe von München. Da waren 3 Einbrecher flüchtig und die haben wir dann untertags in einem Maisfeld haben sich die versteckt. Das Maisfeld war schon sehr hoch. Und die haben wir dann mit der Kamera, mit Hilfe der Wärmebildkamera auch untertags finden können und dann durch die Kollegen am Boden festnehmen lassen können. Im Funk der bayerischen Polizei hören die Hubschrauber auf den Namen Edelweiß. Viele Einsätze finden im Gebirge statt. Vermisste oder abgestürzte Wanderer, die gesucht und geborgen werden müssen. Das Fliegen im hochalpinen Raum erfordert von Pilot und Maschine Höchstleistung. Also das Fliegen im Gebirge birgt halt zusätzliche Risiken, die man im Flachland in dieser Form nicht hat. Das ist einmal die große Höhe, das heißt dichte Höhe. Der Hubschrauber fliegt in einer Region, wo die Leistung schneller ans Limit kommt. Zum anderen haben wir dort ein schwierigeres Einschätzen des Geländes als Herausforderung. Man muss sich halt daran gewöhnen, an einen steilen Berggrat so hinzufliegen, dass man dort an der Winde arbeiten kann, ohne jetzt die Besatzung zu gefährden und den Hubschrauber. Es kommen zusätzliche Wettereffekte hinzu. Bei starkem Südwind hat man starke Leewirbel, die man mit bloßem Auge nicht sieht. Das Phänomen muss man kennen. Wir haben natürlich noch höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Berge in Wolken gehen gegenüber dem Flachland. Also die gesamten Witterungseinflüsse sind etwas schwieriger im Gebirge. Und das Operieren an steilen Felswänden und spitzen Felsnadeln ist trainingsaufwendig. Aber auch nachts können die Hubschrauber problemlos eingesetzt werden. Technik und Mensch sind dafür entsprechend ausgestattet. Nachts ist eigentlich das Hauptarbeitsbild ist das Wärmebild. Das ist ein Graustufenbild, also ein Schwarz-Weiß-Bild eigentlich. Und je wärmer ein Objekt ist, umso weißer stellt sie sich im Bild dar. Das heißt, wenn die Umgebungstemperatur in der Nacht bei 15 bis 20 Grad liegt und der menschliche Körper hat ja im Regelfall bei einer lebenden Person so um die 37 Grad, dann setzt sich das natürlich deutlich von der Umgebung ab und man kann das dann auch wirklich sehr gut erkennen. Wobei natürlich auch die natürlichen Grenzen, wie jetzt Blattwerk, kann man natürlich nicht durchschauen, auch mit der Kamera nicht. Pilot und Flugtechniker bekommen nachts eine sogenannte Restlichtverstärkerbrille. Die ist am Helm angebracht und diese Restlicht- oder Bildverstärkerbrille macht einen polizeilichen Einsatz in der Nacht erst möglich. Vom Gewicht hat der Helm in Verbindung mit der Restlichtverstärkerbrille ca. 3 bis 3,5 Kilogramm, die natürlich auf die Nackenmuskulatur dann auch entsprechend drücken. Also sprich, man merkt in der Nacht schon, dass man auch mit dieser Restlichtverstärkerbrille unterwegs ist. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir nach außen hin die Sicht durch diese Restlichtverstärkerbrille eben haben. Alles, was mit dem Hubschrauber selber zu tun hat, also innen drinnen die Instrumente zu beobachten, da müssen wir unter der Brille durchschauen. Diese Brille erzeugt ein grünes Licht für uns und
Ja, der Nachteil ist, dass dreidimensionales Sehen zum Beispiel verloren geht. Also sprich, Abschätzen von Entfernungen ist quasi schwieriger, wie wenn ich ohne Restlichtverstärkerbrille unterwegs bin. Aufgrund der körperlichen Anforderungen, aber auch der Belastung müssen alle fliegenden Mitglieder der Hubschrauberstaffel sich einer regelmäßigen gesundheitlichen Untersuchung unterziehen. Wir haben einmal im Jahr diese ärztliche Untersuchung und da entscheidet dann der Fliegerarzt quasi, ob wir weiterhin tauglich sind oder ob uns irgendwas fehlt, wo wir quasi überprüfen lassen müssten. Polizisten, die zur Hubschrauberstaffel wollen, dürfen nicht älter als 30 Jahre sein. Brillen- oder Kontaktlinsenträger sind nicht von vornherein chancenlos. Auch muss man vorher nicht schon Privatflugerfahrung gesammelt haben. Dann erfolgt ein sehr aufwendiges Auswahlverfahren und die Bestgeeigneten schicken wir dann in die Ausbildung. Es ist unerheblich, ob jemand schon Vorerfahrung in der Fliegerei hat oder nicht. Wenn einer im Extremfall schon einen Hubschrauberführerschein hat, reduziert sich der Ausbildungsumfang natürlich. Aber um als Polizeieinsatzpilot zu fliegen, sind doch sehr viele Ausbildungsschritte erforderlich. Und das wird in einem kompletten Lehrgang an der gemeinsamen Luftfahrerschule der Polizeien, des Bundes und der Länder durchgeführt. Die fliegenden Augen des Gesetzes, auch wenn sie mal nachts etwas länger über der Stadt kreisen und manchen dadurch vielleicht im Schlaf wecken, sind sie ein unverzichtbarer Teil der bayerischen Polizeiarbeit. Das war's mit 110, das Polizeimagazin. Ich wünsche nur noch weiterhin viel Spaß im folgenden Programm hier auf München TV. Besten Dank fürs Einschalten. Ciao und Servus. Fall gelöst. Die Detektei EAAP München, Ihr Partner für Wirtschafts- und Privatdelikte, präsentierte 110, das Polizeimagazin.